Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal seht ihr mich nämlich auch. Und das ist was ganz Besonderes, denn ich nehme das erste Mal auf mit Droid Cam und OBS Studio auf meinem Desktop. Und so könnt ihr mich dann quasi auch sehen, wie ich diese Aufnahme mache. Ob das wirklich gut ist, schauen wir mal. Gucken wir mal, entscheiden wir mal später. Ich habe jetzt nochmal nachfokussiert. Es wirkt so ein bisschen gequetscht alles noch immer. Aber, und das ist das Tolle an der ganzen Geschichte, ich habe auch die Möglichkeit, das Ganze anders zu machen. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt zu einem anderen Kamerastream wechseln. Und das mache ich jetzt so. Und jetzt hört er mich noch und gleich müsst ihr mich auch sehen. Hoffe ich doch zumindest, dass er mich dann doch noch hinkriegt. Also zumindest habe ich die richtigen Einstellungen mit drin. Und da sollte... Und da sollte... Und dann habe ich jetzt mein Tablet hier und kann dann wechseln zwischen dieser Kamera, zwischen dieser Kamera, dieser Kamera und dieser und, Kamera. Das hat so ein bisschen eine kleine Verzögerung, das werdet ihr auch dann aber bemerken. Aber wir wechseln jetzt mal zu dieser Kamera und beschäftigen uns mit einigen Themen, die ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet habe. Wie ihr auch schon sehen könnt, ich habe hier nur Browser-Tabs offen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mit den Themen beschäftigen. Wir fangen an mit dem Thema Spionage, Verfassungsschutz warnt vor Chinas Sozialkreditsystem. Dann haben wir noch Angriff auf die Anonymität. Eine polnische Gesichtssuchmaschine namens PimEyes steckt in der Kritik. Zügige Updates für Smartphones. Google erklärt verbesserte Android-Updates. Auch eine sehr interessante Geschichte. Und passend dazu, Android 10 verbreitet sich bisher am schnellsten im Vergleich mit anderen Android-Systemen. Dann haben wir eine ganz neue Kamera, die Canon EOS R5. Die schafft 8K-Aufnahmen. Das ist also auch eine sehr spannende Geschichte. Und dann haben wir noch Valve, eine kleine Historie, Half-Life 3. Zum Teil sollte das wohl prozedural generiert werden. Dort gibt es einige News. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, Distro der Woche, Neptune 6.5 rausgekommen und dann auch noch Sailfish der Woche, Whisperfish wird weiterentwickelt, da gibt es jetzt eine allererste Alpha, die ist noch wirklich nicht wirklich nutzbar, man kann sich zwar anmelden, aber hat noch keine Möglichkeit, Texte zu empfangen und zu schreiben, aber es ist gut, dass da einer weiterentwickelt, das wollen wir uns dann auch nochmal anschauen. Wir fangen aber zunächst einmal an mit Spionage, Verfassungsschutz warnt vor Chinas Sozialkreditsystem. Jetzt fragen sich einige, warum hat der Verfassungsschutz hier in Deutschland überhaupt sich sowas angeschaut und warum warnen die jetzt davor? Was hat das mit uns zu tun? Ich dachte, dieses Sozialkreditsystem wird es nur in China geben. Also dort werden chinesische Bürger quasi, je nachdem wie sie sich verhalten, also ob sie beim Rot über die Ampel gehen, ob sie pünktlich ihre Steuern zahlen und so weiter und so fort, kriegen sie halt eben einen Social Score, einen sozialen Kredit im Grunde genommen, also eine virtuelle Zahl zugeordnet. Und je höher der ist, desto mehr Punkte kriegen sie. Also je staatstreuer sie sich verhalten, desto mehr Punkte bekommen sie. Und jetzt soll das Ganze auch, ja, sich doch ein bisschen was ausweiten. Und zwar hat das damit zu tun, dass natürlich viele chinesische Unternehmen auch in soziale Netzwerke investieren und diese Netzwerke auch teilweise ja global genutzt werden. Hier in Neuseeland zum Beispiel kann man mit Alipay oder WeChat Pay in einigen Restaurants, Bars und Geschäften bezahlen. Das ist natürlich vermehrt auch für die chinesischstämmige Kundschaft dann zugeschnitten, die solche Sachen eben schon auf ihrem Smartphone haben und das eben als Hauptzahlungsmittel verwenden. Und deshalb kann das eben auch genutzt werden. So wie vielleicht in den USA meistens eben mit Kreditkarte gezahlt wird, ist es meistens so in den asiatischen Ländern, dass dort teilweise eben auch mit WeChat Pay oder Alipay bezahlt werden kann. Das Bundesamt für den Verfassungsschutz, ja, die gibt es immer noch, leider, schätzt neben verstärkten chinesischen Cyberangriffen auch die per Scoring-Verfahren im Reich der Mitte aufgebauten Bewertungssysteme für Bürger und Unternehmen als riskant ein, denn die können halt eben auch
dazu genutzt werden, um Daten oder Datenbanken anzulegen für eben ja auch in Deutschland lebende Menschen, die diese Systeme von chinesischen Herstellern verwenden, dass da eben auch ein Scoring-System für benutzt wird. Es ist so zum Beispiel auch möglich, dass hierzulande Bezahlsysteme von eben Tencent, WeChat Pay in dem Fall, oder Alibaba, in dem Fall Alibaba Pay oder Alipay, genutzt werden können, um eben, oder davon geht man eben aus, um eben herauszufinden oder eben auch ein Scoring-System einzurichten für eben die Personen. Und das ist eben das, was eben als dieses sogenannte Social Credit System gilt. Und das soll halt eben diesen Citizen Score aufbauen, also den Bürgerschaftswert erhöhen oder auch verringern können. Und diese Dienstleister beim Bezahlen werden genutzt dafür, aber auch andere Dienstleister. Es gibt ja auch andere chinesische Dienste, Webdienste, Mobilitätsangebote, Bike-Sharing-Angebote beispielsweise, woran man nicht direkt immer daran denkt, die teilweise eben auch von chinesischen Anbietern herausgegeben werden, wo die Server dann nicht in Deutschland stehen, sondern in China stehen und der Zugriff eben dann von staatlicher Stelle möglich wäre, um dann solche Scoring-Systeme aufzubauen. Und diese Scoring-Systeme sollen eben nicht nur aufgebaut werden für chinesischstämmige Personen oder für Chinesen selber, sondern eben könnten eben auch dafür dienen, um Ausländer, also Deutsche zum Beispiel, Europäer, dann abzuhören und denen ein Scoring zu geben, einen Wert zu geben, der eben dann abgefragt werden kann, wenn sie versuchen, zum Beispiel in China einzureisen oder nach Hongkong einzureisen und so weiter und so fort. Das wäre eine der Möglichkeiten. Ja, außerdem sieht es auch so aus, und das ist jetzt das Gefährliche an der Geschichte, dass dieses Scoring dann auch genutzt wird, um bestimmte Leute oder bestimmte Arten von Leute zu identifizieren. So soll eben der Inlandsgeheimdienst chinesische Agenten parallel für den Zweck über eben soziale Netzwerke wie LinkedIn kontaktieren und dann quasi ein Jobangebot machen, ja, reich doch mal hier, komm doch mal nach China, da gibt es einen interessanten Job für dich und so weiter und so fort. Und parallel wird dazu halt eben, also das ist der Vorwand, wird dann versucht, sie anzuwerben, um für China spionieren zu können. Und verschiedene Gruppen sind da im Visier. Generell hat der Bundesverfassungsschutz die umfassend präzisierten Überwachungsmaßnahmen in China, die eben die einheimische Bevölkerung angeht, aber auch die ausländischen Diplomaten, Studierenden, Wissenschaftler, Geschäftsleute und Touristen gelten im Auge. Und gerade eben konkrete Anknüpfungspunkte für nachrichtendienstliche Operationen können dort festgestellt werden. Seit Mai 2019 sei eben für Reisen ins Reich der Mitte auch ein neues Online-Formular für einen Visumsantrag auszufüllen. Das kann ich selber bestätigen, weil ich, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in China war und ich zweimal sogar schon da war und für das zweite Visum, was ich beantragt habe, ich einen neuen Visumsantrag also stellen musste, der komplett anders aussah als vorher noch, wo das Ganze alles online abgefrühstückt worden ist und nicht nur auf normalem Papier von den Behörden oder von den chinesischen Botschaften den Repräsentierenden dort in Düsseldorf abgesegnet worden ist, sondern das Ganze dann anders abläuft. Die Wirtschaft ist das bevorzugte Ziel von solchen Maßnahmen und solche Angriffe, die auch in jüngster Zeit in Deutschland zu beobachten sind, hat der Bundesverfassungsschutz ebenfalls analysiert und da kristallisiert sich vornehmlich die Wirtschaftsunternehmen heraus. DAX-Konzerne werden angegriffen, vor allen Dingen, um halt eben Wirtschaftsspionage zu betreiben. Und das ist schon so ein bisschen, und da wäre natürlich, sind solche Sachen eben auch Einfallstore. Und da ist es auch ziemlich interessant, um rauszufinden, ja, dass solche Apps eben dafür auch ausgenutzt werden. Jetzt ist das natürlich also China-spezifisch, jetzt würde mich das Ganze mal interessieren, wie sieht das mit den USA aus, weil von den Snowden-Enthüllungen wissen wir ja, dass die USA Ähnliches machen. In den USA sind solche Praktiken ja kein Geheimnis mehr, dank der Snowden-Enthüllungen wissen wir, dass eben auch Industriespionage
betrieben wird. Und da wäre es mal interessant zu wissen, ja, wie sieht das Ganze denn da aus, konkret mit Untersuchungen, was US-Behörden und so weiter angeht. Also das würde mich mal auch interessieren, wie da so die Lage ist. Wir machen mal weiter und beschäftigen uns mit dem zweiten großen Thema, Angriff auf Anonymität. Es gibt nämlich eine neue in Polen entwickelte Gesichtssuchmaschine, die nennt sich PimEyes und die erinnert mich so ein bisschen an diesen einen Anime, den es da gab vor ein paar Jahren. Ich habe vergessen, wie der hieß. Ich glaube, Eden of the East hieß diese Anime-Serie. Und da ging es auch darum, dass man mit dem, damals war es noch kein Smartphone, sondern glaube ich nur ein Klapp-Handy, also ein altes Dumbphone im Grunde genommen, dann Fotos machen konnte von Leuten und dann herausfinden konnte relativ schnell, wer die Person eigentlich ist, weil da alle möglichen sozialen Netzwerke durchsucht worden sind und ja, Bildsuchmaschinen durchsucht worden sind. Und teilweise ging das auch in Echtzeit, dass man da einfach sein Handy da hinhalten konnte und dann wurde dann per Livestream gesagt, okay, das ist die und die Person, die hat das und das, die studiert gerade das und das oder die macht gerade das und das. Das ist natürlich sehr, sehr spooky. Und jetzt ist das quasi Realität geworden mit eben PimEyes, das jetzt stark in der Kritik ist. Denn, ja, es ist so ein bisschen, ja, spooky, würde ich mal sagen. Gerade Politiker von der Regierung, Opposition im Deutschen Bundestag fordern eben eine Regulierung dieses polnischen Startups PimEyes, das eben darauf spezialisiert ist, Gesichter zu analysieren in Fotos, die man hochlädt und dann eben rauszufinden, wer diese Person ist, indem es einfach auf allen möglichen sozialen Netzwerken, YouTube zum Beispiel eben auch, Twitter, Facebook und wie sie alle heißen, nach diesen Gesichtern auch suchen, um möglichst viele Informationen zur Person herauszufinden und dann eben passende Artikel oder passende Bilder zu finden. Und die Datenbank für ein Startup ist das schon gar nicht mal so schlecht, umfasst etwa 900 Millionen Gesichter. Das ist schon mal interessant, ob das jetzt alles die gleichen Gesichter sind oder sagen wir mal nur 10 Leute oder sowas. Ich vermute, das sind schon ein bisschen, das sind einmalige Gesichter eventuell schon. Und das wäre schon fast eine Milliarde Leute, das ist schon 900 Millionen Leute, ist schon eine gewaltige Anzahl. Netzpolitik.org hat sich die Suchmaschine auch angeschaut und sagt eben, dass sie massenhaft Gesichter analysiert und speichert und biometrische Daten davon erstellt und PimEyes sei ein umfassender Angriff auf die Anonymität, weil damit sei es wirklich möglich, wie in diesem Anime, den ich beschrieben habe, in Zukunft einfach, wenn die App installiert ist, einfach mal die Straße rumlaufen. Oder es gab ja dieses Spiel Watch Dogs, wo es ähnlich funktioniert. Da läuft man mit seinem Handy rum und kann dann die Personen scannen und dann sieht man, dass es die Person so und so alt, das ist der Beruf. Und das soll jetzt mit PimEyes eben auch möglich sein. Und das sorgt natürlich auf der einen Seite für Kritik, auf der anderen Seite ist das natürlich doch schon ein bisschen was spooky. Und auch eben der Wegfall der Anonymität ist da auch so ein bisschen ein großer Punkt, weil man kann dann in Zukunft eventuell, wenn dieser Service nicht irgendwie reguliert wird, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige Dienst ist, der sowas auf den Markt bringen könnte. Die Technologien sind eben da, die Technik ist da, um das machen zu können. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft eventuell für Probleme sorgen könnte, wenn eben sowas nicht reguliert wird, weil dann kann ich nicht auf der Straße normal rumlaufen, ohne dass jedermann weiß, wer und was ich bin. Im Idealfall ist es ja auch kein Problem, weil sowieso die Nachbarn mich kennen, aber wenn ich jetzt gerade beim Urlaubsort bin oder sowas und einfach relaxen möchte, nicht erkannt werden möchte oder sowas, dann ist es auch schon ein bisschen nervig, ne? Und ja, gibt da viele Politiker, die sich dazu äußern und die meinen, okay, das muss jetzt reguliert werden. Da muss auf jeden Fall ein EU-Gesetz auch rauskommen. Und ja, wie funktioniert das Ganze technisch gesehen? Die Gesichtserkennung wird durch Clearview AI und Facebook vor allen Dingen gemacht, während eben zum Beispiel die USA biometrische Gesichtserkennung des Unternehmens Clearview AI von manchen Strafverfolgungsbehörden dann in den USA genutzt wird. Da habe ich ja letztens bereits schon von berichtet, dass das auch dazu führen kann, dass die Polizei nicht mehr ihrem eigenen Sachverstand gehorcht, sondern dann so einem Computersystem gehorcht und dann, dass jemand anders dann diesen Ärger mit der Polizei hat. Sieht es jetzt so aus, dass das Ganze in anderen Ländern zum Beispiel wegen Datenschutzrecht verboten ist und im Europäischen Datenschutzausschuss ESDA möchte man halt eben, dass solche Sachen eben verboten werden. Clearview AI soll bereits schon eine Datenbank haben mit etwa 3 Milliarden Bildern von Google, Facebook und Twitter
Und das ist schon eine ganze Reihe, also von Menschen im Internet, die sich da auftauchen. Und Google, Facebook und Twitter haben sich zusammengetan, interessanterweise, und haben zur Löschung der dort kopierten Fotos aufgerufen. Und eine Liste der Kunden bei Clearview hat eben sei abhanden gekommen. Und sie zeigt halt eben dann auch, wie fahrlässig dann man mit diesen Personendaten umgeht. Und gegen das Unternehmen laufen eben seither doch schon recht viele privatrechtliche Klagen. Zudem ermitteln Staatsverfolgungsbehörden im US-Bundesstaat Vermont gegen diese Firma. PIMEYES soll zahlreiche Änderungen auf der Seite bisher auch schon vorgenommen haben, seit der ersten Tests, die Netzpolitik.org durchgeführt haben, hat. So soll der Dienst dann jetzt ganz urplötzlich dem Schutz der eigenen Privatsphäre dienen. Also man kann ein eigenes Foto hochladen und herausfinden, wo sein Gesicht im Internet erschienen ist. Also sie versuchen, den Spieß umzudrehen, so ein bisschen, und ihren Algorithmus so einzusetzen. Und ähnlich hatte das auch Facebook dann so gemacht, aber mittlerweile haben sie dort auch zum Beispiel die Möglichkeit weggenommen, dass man eben die Möglichkeit hat, innerhalb des Netzwerkes nach seinem eigenen Gesicht zu suchen. Wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, kann man das überhaupt irgendwie steuern? Wird es nicht irgendwelche illegalen Datenbanken eventuell geben und dann doch rausleaken? Ja, wir hoffen doch, dass das Ganze mal in Zukunft, dass das eine Dystopie bleibt und dass wir das nicht dann in Zukunft dann auch wirklich erleben werden. Und ich hoffe, dass jetzt, wenn die Politik da einschreitet, dass das Ganze dann durchaus dann auch besser wird. Kommen wir zum nächsten. Da kommen wir nämlich zu Android und kommen wir zu Updates. Das ist ja immer so ein Pferdefuß von Android gewesen. Da gab es immer Probleme. Und jetzt soll es eben zügigere Updates geben für Android. Das sagt zumindest Google, und haben ihr Konzept für verbesserte Android-Updates vorgestellt, das in Android 11 vor allen Dingen auch mit einfließen soll. Das nennt sich Generic Kernel Images. Und das soll eben noch schnellere Updates bekommen als noch Android 10. Das ist ein Riesenproblem. Google hat das bisher sehr elegant immer umschifft und nicht wirklich angegangen. Und das müssen wir jetzt mal in Zukunft wirklich auch lösen können. Und da müssen wir wirklich mal schauen, ob das Ganze dann auch gemacht wird. Es ist ein bisschen was dunkel geworden. Ich mache mal hier Licht. Tada! Und es werde Licht. Und wenn wir jetzt mal auf die Kamera schauen, seht ihr, da bin ich. Jetzt sehe ich aus wie ein Geist. Nun ja, wechseln wir mal wieder zu der anderen Cam und kommen wir zurück zu den Themen. Mit Project Treble hat Google ja erstmals eben die Möglichkeit gehabt, eben, dass man sagt, okay, wir haben eine Partition, wir haben eine andere Partition und wir trennen den Kernbereich und den Treiberbereich und den Rest des Systems einfach ab. Und das hat schon mal sehr dafür gesorgt, dass viele Millionen Android-Smartphones tatsächlich mit Android 10 versorgt werden. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und diese Firmware, die vor allen Dingen hardwarenahe ist, dann eben jetzt mit Android 11 versucht man das noch weiter zu machen, indem man eben das Ganze noch verbessern möchte und weitermacht, indem man verstärkt eben darauf setzt, dass die Dienste ausgelagert werden. Zum Beispiel Tethering, Neural Networking API, die Debug-Anbindung ACDBD und oft von Bugs geplagte Media Provider sollen eben ausgelagert werden. Insgesamt bekommen nun 21 Android-Komponenten ihre Updates dann auch per Play Store. Das heißt, die werden so ausgelagert, dass sie eben per Play Store aktualisiert werden und kein großes Android-Upgrade notwendig ist, um das machen zu können. Da ganz neu ist der Generic Kernel, das Generic Kernel Image, GKI, das eben ja mehr und mehr Android-Code in das GKI, in dieses Generic Kernel Image umwandeln möchte, das dann gar keine Geräteabhängigkeit mehr aufweisen soll, sondern somit zwischen allen Android-Geräten austauschbar ist. Und hier soll dann ein Linux-Kernel mit sechsjährigem Langzeitsupport zum Einsatz kommen. Wobei die Übernahme des LTS-Kernels in Android auch schon seit ein paar Jahren im Gespräch ist und der LTS-Support, glaube ich, auch schon 5 Jahre ist, glaube ich, im Linux-Kernel oder sogar noch länger. Und das könnte dafür sorgen, wenn man sagt, okay,
Google einigt sich, wir machen einen großen Android-Kernel und den lassen wir, den supporten wir als Generic Kernel, in dem Fall Generic Kernel Image, für alle Smartphones. Das ist der Zukunftsweg. Und das ist das, wo ich hoffe, dass das wirklich auch kommen wird. Und das könnte dazu sorgen, dass eben auch jetzt in Zukunft Android-Updates deutlich schneller ausgeliefert werden können. Das ist noch ein langer Weg hin, weil nicht alle Smartphone-Hersteller das eben nutzen, sondern ich glaube, das ist wieder optional oder nutzen müssen. Und aber es kann dafür sorgen, dass halt eben, wenn der Kernel überall gleich ist bei allen Android-Systemen, dass der Hersteller da nicht rumfuhrwerken muss. Und das sorgt dazu, dafür, dass natürlich dann viel einfacher Updates eingespielt werden können, weil Google sich dann darum kümmert, dass oder die Android-Entwickler sich darum kümmern, dass das Ganze dann angepasst wird für die supportete Hardware. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn dieser Kernel jetzt bestimmte Hardware nicht unterstützt und dann muss entweder gebackportet werden oder der Hersteller wieder rumfuhrwerkt und rumfuscht und dann natürlich keine Updates mehr liefert und dann ja, das Ganze wieder zu Problemen führen könnte. Aber zusammen mit dem Project Treble ist das, glaube ich, ein richtiger Weg in die richtige Richtung. Also das ist natürlich so ein Übergangsweg, wo ich sagen würde, das dauert noch ein paar Jährchen, bis das Ganze tatsächlich auch so dann seine Früchte tragen wird oder zeigen wird. Und das, was weiterhin fehlt zum Beispiel, ist eben, dass es Herstellern einfacher gemacht wird, Firmware-Updates zu erstellen. Project Treble, GKI, Developer-Previews und so weiter und natürlich auch Nutzer, die eben jetzt nicht in der Zwangspause verkürzen wollen. Zum anderen sollen natürlich auch Android ohne Updates unter weniger Nachteilen leiden und mehr Sicherheit-Updates bekommen. Das heißt, man verlagert das Ganze raus von den Herstellern mehr zu, wir machen das bei uns und senden die Updates für die meisten Komponenten bei uns schon mal raus und kriegen dann zumindest Sicherheits-Updates hin. Und die Hersteller müssen dann immer weniger machen. Das ist halt so der Sinn hinter der Geschichte. Und so soll eben dass die Updates-Zeit verkürzt werden, wo der Nutzer dann warten muss auf ein großes Update. Was Google weiterhin offenbar aber nicht in Betracht zieht, ist eine Update-Fähigkeit ganz ohne Mitspielen der Gerätehersteller, weil einige der Gerätehersteller habe ich so den, also LG beispielsweise. Hab mal hier mein LG-Phone. Man kann ja mal schauen, was deren Update-Status sagt. Und das ist jetzt hier ein, glaube ich, 2 Jahre altes LG-Spitzenklassen-Smartphone, das immer noch auf einer uralten Android-Version rumgurkt. Software-Information, Android 9 und mit April 2020 Sicherheitspatch. Das kann eigentlich so nicht sein. Und viele andere Hersteller sind da eigentlich deutlich besser, was das angeht. Und LG, ich kann es nicht verstehen, hier in Europa ist der Support mangelhaft. In den USA habe ich gehört, da gibt es das Android 10 Update schon seit längerem und auch Sicherheitspatches werden gemacht, weil dort eben wahrscheinlich auch die bezahlende Kundschaft sitzt. Und hier in Europa ist halt null Support, was das angeht. Und ich kriege auch kein großes Update mehr dafür, habe ich den Verdacht. Dann die Update-Fähigkeit, wie es eben bei Desktop-Systemen ist, dass man einfach sagt, okay, wir updaten unser System wie in Windows oder wie in Linux und der Hersteller muss da nicht rumfummeln. Das ist nicht drin. Das fehlt noch und das ist das, was der Pferdefuß von der ganzen Geschichte ist. Und das ist das, was Google endlich angehen sollte. Die müssen die Gerätehersteller dazu zwingen, auf der einen oder anderen Form. Und die haben die Macht dazu mittlerweile, weil eben die vielen Gerätehersteller abhängig sind von den Google Play-Diensten. Und da hat Google, die sitzen am längeren Hebel. Klar, Huawei ist jetzt draußen, aber andere bemüht sich auch wieder reinzukommen irgendwie. Und andere sind da auch ganz stark in der Bredouille, wenn die Google Play-Dienste verschwinden würden. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Hoffen wir mal, dass das ein richtiger, guter Schritt ist in die richtige Richtung. Zumindest zeigt jetzt die Verbreitungszahl von Android 10, dass das mit Project Treble schon mal erste Früchte getragen hat. Nämlich 300 Tage nach Marktstart hat Android 10 bessere Werte erhalten als seine Vorgängerversion. Denn aktuell liegt Android 10 beispielsweise bei, wo sind es, 400 Millionen Geräten, die mit Android 10 laufen, nach 300 Tagen. Und beispielsweise Android 9 hatte nach 300 Tagen einmal 300 Millionen Geräte, also 100 Millionen Leute werden mehr erreicht, 100 Millionen Geräte werden mehr erreicht. Android 8 lag bei etwas mehr als 100 Millionen Geräte. Ihr seht, da ist
da zeigt sich, dass Google da Schritt für Schritt dann doch seinen Weg geht, aber noch viel Vorsicht hat, wenn ich überlege, wie viele Leute haben denn hier einen Selfish OS-Phone und da die neueste Version. Ich glaube, es sind so 99% oder 98%, vor allen Dingen gerade, wenn es darum geht, dass die Leute dieses Selfish OS-Phone von oder mit einer offiziell unterstützten ROM haben. Da sind es meistens eben ganz, ganz flotte Updates. Aber natürlich auch die ganzen Custom-ROMs und so weiter und so fort können geupdatet werden. Und das zeigt so ein bisschen, das kann natürlich auch gemacht werden, weil der Hersteller die Updates liefert und selbst auch die Drittanbieter relativ schnell, also da die Updates raushauen können. Ja, Project Treble ist angesprochen. Hier ist eines der großen Projekte, die mit Android 9 ausgeweitet worden sind und dann dazu geführt haben, dass dieses Generic System Images dazu geführt hat, dass man halt eben die Möglichkeit hat, ganz einfach das System upgraden zu können. Viele der Hersteller haben diesen Schritt gegangen, beispielsweise auch Sony. Ich habe jetzt hier mein Sony Xperia 10 Mark II. Da kam schon Android 10 ausgeliefert, aber das Sony Xperia 1 beispielsweise, das gerade hier lädt irgendwo, das ist auch schon mit Android 10 nicht ausgeliefert, sondern geupdatet worden auf Android 10. Und da gab es also ganz, ganz viele Updates, was das angeht. Auch mein Huawei-Smartphone wurde geupdatet auf Android 10. Also da ist das auch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Im Vergleich zu anderen Anbietern, Selfish OS habe ich jetzt gesagt, Apple ist natürlich auch ein großer Anbieter, den man da durchaus vergleichen kann, weil von den Zahlen her auch viele Leute erreicht werden können, sieht es immer noch sehr, sehr gering aus. Auf der Google I.O. 2019 teilte Google mit, dass Android auf 2,5 Milliarden Geräte laufe und die 400 Millionen Geräte mit Android 10 entsprechen also einem Anteil von gerade mal 16%. Das ist also nicht viel, wenn wir überlegen, Apple hat da Traumwerte über 90% teilweise und Selfish OS wahrscheinlich auch, ich würde sogar sagen, bessere Werte als Apple teilweise, was die Aktualität der Updates angeht auf den Geräten. So ist das wirklich so eine Fahne im Wind, was jetzt Android mit 16% nur raushauen kann. Aber es ist ein deutlicher Anstieg über die 2, 3, 4, 5%, die wir die Jahre zuvor gesehen haben, die so eine neue Android-Version erreicht hat. Es ist ein bisschen was traurig, weil wir jetzt alle wissen, Android 11 wird jetzt demnächst rauskommen und dann ist Android 10 nur auf 16% der Geräte vertreten. Ach, da muss man sich wahrscheinlich ein neues Gerät auch kaufen, weil die Hersteller eben die Updates nicht liefern. Hoffen wir, dass das alles mit Android 11 besser wird. Dieses ganze Android bereitet mir da ein bisschen Sorgen und Kopfschmerzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu einer spiegellosen Kamera. Canon hat ja mit der EOS R und dann der EOS RP ein bisschen was später zwei neue spiegellose Kameras herausgegeben, wo alle im professionellen Umfeld alle eher was enttäuscht waren. Ein Card-Slot nur, dann die Bedienung komplett irgendwie geändert. Das kann man ja nicht einfach wechseln von dem alten Canon-System. Objektive sowieso, die mussten geändert werden. Wobei, mussten die geändert werden? Naja, aber man hat auf jeden Fall auch ein neues System da genommen. Und jetzt haben sie tatsächlich endlich mal die Kameras für Profis auch rausgegeben. Zumindest die Canon EOS R5 riecht sehr stark danach. Es gibt auch eine abgespecktere Version R6, wo ich den Sinn nicht so ganz erahne. Naja, gut, es ist eine abgespecktere Version, die immer noch aus meiner Sicht zu teuer ist. Man hätte da im Gebiet Canon EOS RP einen Nachfolger eher suchen sollen und dort vielleicht in dem Preisbereich eher, aber das ist was anderes. Jetzt ist die R5 raus und die hat ein paar Besonderheiten, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Videos damit auch aufzunehmen. Eigentlich ist es eine Fotokamera, aber Systemkameras entwickeln sich immer mehr zu auch Videokameras. Und in diesem DSLR-Gewand kommt jetzt diese Systemkamera daher, wie es auch die Canon EOS R und RP gemacht haben. Aber jetzt auch mit einem Vollformatsensor, der 8K-Videoaufnahmen machen kann. Und das ohne großartige Probleme. 8K-Videoaufnahmen, das sind, wenn ich mich nicht komplett irre, irgendwas mit 30 Megapixel. Das heißt mit anderen Worten, das ist das für Leute, die Sportaufnahmen machen wollen. Weil die können einfach sagen, ich mache eine 8K-Videoaufnahme von dem Event und kann dann einfach da 32 Megapixel oder 30 Megapixel Bilder rausrechnen aus diesem Video und kann das dann für meine Sportreportage oder irgendwas benutzen. Das ist die Zukunft und ja, das lässt sich natürlich auch was kosten, so ein bisschen, aber Canon hat jetzt eben das Ganze vorgestellt. Damit das mit 32 oder etwa 30 Megapixeln läuft, müssen die natürlich ein bisschen was mehr Auflösung haben. In dem Fall sind jetzt 45 Megapixel mit an Bord und die üblichen Möglichkeiten des ISOs lassen sich einstellen von 100 bis 51.200.
Die R5 soll das Ganze ohne Crop machen. 8K RAW ohne Crop. Da kriegen jetzt einige schon feuchte Finger. Und zwar zeichnet das Ganze dann bis zu 29,97, also 30 Bilder pro Sekunde auf im 422 10-Bit-Format im Canon Log in H265 oder 422 10-Bit HDR PQ H265 kann das Ganze aufgezeichnet werden. Das benötigt natürlich auch, weil das so viel Bandbreite ist, sehr, sehr schnelle Speicherkarten. Deshalb werden keine normalen SD-Karten eingesetzt. Ich habe ja jetzt von superschnellen SD-Karten auch berichtet, sondern es werden CF-Express, also Compact Flash Express-Karten oder sowas werden da benutzt. Also auch eine neue Art von Speicherkarten. Und die R5 hat eben so einen Speicherslot extra dafür, um solche 8K HDR-Aufnahmen zu machen. Die Aufnahmezeit ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gedacht, oh, 10 Minuten, 5 Minuten vielleicht. Nee, 20 Minuten Aufnahmezeit soll damit möglich sein. Und dann ist halt die Wärmeentwicklung so groß, dass sie sagen müssen, ne, das geht nicht mehr. Alternativ kann man aber auch 4K-Aufzeichnungen ohne Crop mit 120 Bilder pro Sekunde hinkriegen. Also nicht ganz 120, 119,88 Bilder pro Sekunde sollen aufgenommen werden können. Und die Kamera unterstützt nicht nur UHD, sondern auch 4K DCI. Die Kamera verfügt auch über einen 5-Achsen-Bildstabilisator. Das hat die Canon EOS R auch noch nicht. Das ist sehr wünschenswert. Ich bin etwas skeptisch, muss ich sagen. Ich kenne die Sonys, die haben ja dann auch einen Bildstabilisator. Ja, für Fotos kann das eventuell, wenn man aus der Hand mal etwas längere Fotos macht, kann das gut sein. Aber für Videos war das immer so, doch lieber ein Gimbal benutzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Canons Lösung dann da so aussieht. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Das Bildmaterial wird, wie gesagt, auf CFS-Express-Karten gespeichert. Oder es gibt noch einen zweiten Kartenslot für Leute, die eben noch eine SD-Karte haben. Die können auf SD-UHS-2 speichern. 12 Bilder pro Sekunde mit 180 Serienaufnahmen hintereinander können geschossen werden. Sogar 20 pro Sekunde im elektronischen Verschluss. Und das Autofokus-System verfügt über 1053 Messpunkte. Warum sind das so viele Punkte? Ja, wir haben so viele Pixel, ne? Und kann eben auch Augen von nicht nur Menschen, sondern auch Tieren, Hunden, Katzen, Vögeln erkennen und dann auch scharf stellen. Ich glaube, das ist auch ein überzeugendes Argument für Leute, die Vögel schießen wollen in der Natur einfach, weil sie eben die Megapixel haben. Normalerweise haben sie da, um die Reichweite eher zu erreichen, eher auf APS-C-Kameras gesetzt, weil sie da eben mit kleinerem Objektiv quasi die gleiche Reichweite erreichen. Und hier müssen sie ein größeres Objektiv nehmen. Aber hier haben wir halt eben, muss man nicht ein größeres Objektiv nehmen unbedingt, weil man halt eben diese 45 Megapixel hat und einfach reinzoomen kann. Das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte. Und dann kriegt man eben eventuell gleiche Resultate wie mit APS-C-Sensoren. Das ist, naja, muss man mal schauen. Die Bildwiederholrate mit 120 Bildern pro Sekunde hat eine Auflösung im elektronischen Sucher von 5,76 Millionen Bildpunkten. Das ist auch sehr, sehr ordentlich. Und es gibt dann noch ein 3,2 Zoll großes Display mit 2,1 Millionen Bildpunkten, das sich dann einfach ausflippen lässt. Und man sieht es hier im Foto auch schon verstellen kann. Also es kann einen nach vorne dann fürs Vloggen zum Beispiel dann auch anschauen quasi, oder man kann sich selber anschauen im Bild. Ja, der Akku soll laut SIPA-Standard etwa 490 Aufnahmen können. Bei der Suchernutzung, der Sucher hat eine höhere Auflösung, nur 320. Die EOS R5 soll ab Ende Juli 2020 ohne Objektiv zum Preis von 4.385 Euro erhältlich sein. Das ist schon ein ordentlicher Preis, wie ich finde. Und verdammt teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es bietet eine ganze Menge, aber ist verdammt teuer. Dann gibt es noch die R6, das ist die abgespecktere Variante, die kommt auch mit dem Bildstabilisator, 2 Daumen nach oben dafür, kommt aber nur mit 20 Megapixeln. Ich weiß, okay, wahrscheinlich ein neuerer Sensor, deshalb nicht die 24 Megapixel von der Canon EOS RP, aber so ein bisschen ist die Auflösung, also hätte ich ein bisschen was mehr. Also hätte ich 24, wäre schon besser gewesen. Aber naja, gut, 20 Megapixel mit integriertem Bildstabilisator, auch wieder ISO von 50 bis von 50 bis 204.800. Die Serienbildfunktion arbeitet mit 12 Bildern pro Sekunde oder 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss. Und es kann in dem Fall auf zwei SD-Karten aufgezeichnet werden. Es gibt kein 8K-Recording, es gibt dafür aber 4K 60
Bilder pro Sekunde in UHD oder DCI. Der elektronische Sucher kommt auf 3,69 Megapixel und das Hauptdisplay auf 1,62 Megapixel. Auch wieder ein vorne schwenkbares Display, das eben dann für Ende August ab 2600 Euro in den Handel kommt. Ohne Objektiv, mit Objektiv kostet dann 2980 Euro. Das ist, wo ich sage, Canon, da ein Bildstabilisator, gute Sache, wenn der gut funktioniert im Videomodus, wäre das eine super Videokamera auch. Aber der Preis ist einfach ein bisschen was zu hoch. Ist einfach viel zu hoch. Für müssen wir überlegen, so ein Canon RF-Objektiv, dieses neue Mount-System, gibt es ja, glaube ich, kein Objektiv, was unter 1000 Euro kostet. Und 1000 Euro und mehr. Das heißt, das muss man da drauf rechnen, wenn man in dieses System einsteigen möchte. Wenn man es nicht möchte, kriegt man natürlich auch einen Adapter und kann dann die alten EF-Objektive von Canon benutzen. Die gibt es ja teilweise, die kriegt man hinterhergeschmissen, 50 Euro oder sowas, kriegt man dann 50er, 1,8er oder sowas. Also das ist schon nicht das Problem. Das ist durchaus möglich, aber diese Objektive sind natürlich etwas besser optimiert für für diese Kameras. Ja, Objektive wurden auch neu vorgestellt, da könnt ihr euch auch mal anschauen. Kurzum, es wurde ein 600mm Objektiv F11 vorgestellt, 800mm F11, da sehen wir rund 780 bis 1025 Euro kosten die, also das ist schon verdammt teuer, 100er bis 500er, F4.5 bis 7.1 für 3020 Euro und ein 85er F2 für 680 Euro, okay. Habe vielleicht ein bisschen übertrieben, was den Tausender angeht. Aber weit über 500 Euro kosten die Objektive. Und das ist halt schon ein bisschen was teuer. Naja, eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute, die jetzt eben wirklich solche Sportfotografen sind oder eben wirklich das Geld haben und Landschaften und Tiere fotografieren wollen, auf sowas dann vielleicht mal setzen oder schielen werden, um das mal auszuprobieren. Ich bin mal gespannt, wenn es die ersten Tests dafür gibt. Es werden einige sagen, hey, gibt's da auf YouTube schon? Nee, gibt's nicht. Da gibt's da Hands-on. Und Hands-on heißt, die zeigen die Kamera und die zeigen, dass da das Menü schon mal funktioniert mit der Pre-Beta-Software oder sowas, aber die dürfen dann auch nicht weiter viel zeigen zur ganzen Geschichte. Machen wir mal weiter und kommen wir so ein bisschen so nostalgisch und so ein bisschen vielleicht auch Spiel der Woche. Half-Life 3. Ja, Clickbait. Golem hat da wieder mal ein Clickbait rausgehauen. Naja, nicht ganz. Es gibt einen neuen Dokumentarfilm, der mal so ein bisschen in die Pläne zu Half-Life 3 zeigt, die Valve hatte einst. Und ein bisschen auch ein paar andere Sachen mal beleuchtet, die Valve mal hatte. Valve macht viel im Hintergrund, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen. Und jetzt gibt es einen Film auf Steam, den man für rund 8 Euro kaufen kann, Dokumentarfilm vom Filmemacher Geoff Keighley. Der hat sich mit Valve beschäftigt und neben Einblicken in das Entwicklerstudio gibt es auch Informationen zu Half-Life 3, an dem dann zuletzt 2013 und 2014 herumgearbeitet worden sein soll. Und zu Half-Life 3 gibt es eben die ganz große Info, dass Half-Life 3 zum Teil prozedural generiert werden soll. Was heißt jetzt prozedural generiert? Das heißt, die Umgebungen der Levels sollen vom Computer automatisch berechnet werden. Die sollen also nicht von den Entwicklern vorerstellt werden. Natürlich werden die wahrscheinlich die ganz großen Punkte im Level, wo jetzt storymäßig ganz viel los ist, selber immer noch generieren. Aber viele andere Teile sollen prozedural generiert werden, also vom Rechner selber generiert werden und jedes Mal anders auch aussehen, was natürlich dafür sorgt, dass eben nicht jedes Gameplay immer gleich sein könnte und dadurch die Umgebung ein bisschen was anders aussieht. Das ist nicht ganz neu. Es gab die große Ankündigung von, wie hieß dieses Spiel, wo man von Planeten zu Planeten reisen konnte, da wurde immer auch gesagt, ja, das wird alles prozedural generiert und unendliche Weiten und quasi das Star Trek Feeling und naja, es war ein Flop. Diablo hat es besser gemacht, die haben einen Algorithmus gehabt, der die Levels neu berechnet hat und das war ziemlich interessant und jetzt soll halt eben das Ganze auch angedacht worden sein für Half-Life 3. Auch nicht ganz neu, wie gesagt, aber die Source Engine 2 war noch nicht ganz fertig, als man das angedacht hat. Und da hat man gesagt, okay, machen wir erstmal das fertig. Viele interessante Sachen gibt es da in dem Film auch noch zu sehen. Unter anderem gibt es auch Projekte, die eingestampft worden sind. Valve hat zum Beispiel an einer High-End Super-VR-Brille gearbeitet.
und viele Virtual Reality Projekte gehabt, als Virtual Reality geboomt hat, wie verrückt. Und die wurden auch eingestellt zum Großteil. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil Virtual Reality so ein bisschen abgeflacht ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der große Boom, der da mal angekündigt worden ist, der kam einfach nicht. Man kann so einen Boom auch nicht erzwingen. Und ich glaube, der wird auch nicht so schnell kommen. Es fehlt einfach die Killer-App oder die Killer-Anwendung dafür, weshalb das jeder einfach mal ausprobieren wollte. Jeder hat es mal ausprobiert auf der einen oder anderen Art und Weise. Aber es ist jetzt nicht im Gaming-Alltag angekommen, würde ich mal sagen. Und nicht der große Renner. Muss man auch ganz klar sagen. Auch wenn jetzt die PlayStation beispielsweise das versucht, auch wirklich günstig dann auch in mögliche, also Sony hat es so versucht, wirklich alle möglichen Zimmer mit reinzubringen, aber Spielezimmer mit reinzubringen, das hat nicht ganz so gefruchtet. Ja, die Dokumentation kann man auch erfahren, dass dann wahrscheinlich die meisten dieser Ideen, die man hatte, in Half-Life Alyx mit reingeflossen ist, was ja ein größeres Projekt für VR dann ist. Und der Grund, weshalb dieses VR-Projekt und die eigene VR-Brille nicht weiterverfolgt worden ist, ist ganz einfach, der Preis war 5.000 US-Dollar und das ist einfach viel zu teuer gewesen. So, jetzt machen wir aber wirklich weiter mit den Kategorien in dieser Woche und kommen zur Distro der Woche. Neptune 6.5 ist rausgekommen, das erste Wartungsrelease für Neptune, hat ein bisschen auf sich warten lassen. Wir hatten ja Probleme mit dem Server. Danke an alle Spender, die dann uns treu geschworen haben, uns etwas Geld zugesteckt haben für Server, dass wir das Server anmieten konnten. Und jetzt ist die neue Version rausgekommen, 6.5er Version, Codename Jet, kommt mit einigen Änderungen daher. Wir haben die Debian Backports Quelle aktiviert, die liefert uns einen neuen Kernel, Linux Kernel 5.6, der ermöglicht eben auf modernen Geräten lauffähig zu sein. Außerdem UEFI Secure Boot Geräte können jetzt auch gestartet werden oder können jetzt auch genutzt werden. Neptune startet da ohne Probleme. Es gibt Updates für proprietäre Firmware und Systemd wurde auch aktualisiert und viele der Programme, die wir mitliefern, wurden aktualisiert. LibreOffice zum Beispiel auf Version 6.4.5, Inkscape auf Version 1 gehoben. Sehr schönes Programm, kann ich nur empfehlen. Chromium ist mittlerweile in Version 83 mit dabei. Thunderbird 6810, VLC 3011, FFmpeg 4.1.4 und Pulse Audio 13 ist mit dabei. Wir haben auch ein paar Tweaks fürs Plasma ausgeliefert, was dafür sorgt, dass die Bildbeschränkung auf 60 Bildern pro Sekunde aufgehoben wurde und jetzt das Ganze in 120 Bildern pro Sekunde oder mehr, 120 glaube ich, ist die Grenze jetzt eingestellt. Das heißt, für die Leute, die 120 Bilder pro Sekunde auf ihrem Monitor haben, können das jetzt einstellen und das läuft dann super, super smooth und flüssig. Außerdem haben wir noch ein paar weitere Grenzen, was auch Animationsarten angeht, von Plasma ein bisschen was rumgetweakt, dass das Ganze ein bisschen was flüssiger läuft. Das sollte also durchaus zu finden sein. Und für die Leute, die mal ein neues Outfit, neuen Look and Feel ausprobieren wollen, wir haben das Look and Feel, das Neptune Look and Feel aktualisiert. Nicht das Standard Neptune Classic ist das Standard, sondern das neuere Neptune Look and Feel Paket wurde aktualisiert und wir experimentieren damit mit dem neuen Icon Theme und eben ein Breeze Design, was dazu führen sollte, dass das Ganze ein bisschen was besser integriert und wir weniger Probleme haben, vor allen Dingen mit Updates bei neueren KDE Plasma Versionen, weil dieses Qt Curve, was wir aktuell in der Classic Version einsetzen, immer wieder mal hier an der einen oder anderen Stelle gepatcht werden musste, um vernünftig lauffähig zu sein. Und wir wollen dem Problem aus dem Weg gehen und ein neues, moderneres Design dann übergehen. Und da kann man zumindest den aktuellen Entwicklungsstand, den wir jetzt aktuell haben, was das Design für Neptune 7 angeht, dann sehen. Was Neptune 7 selber angeht, das wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht kommen. Ich gehe davon aus, im nächsten Jahr, im Frühjahr, wird Neptune 7 zusammen mit dem neuen Debian-Release erscheinen. Das heißt, wenn Debian rauskommt, kurze Zeit später, sollte auf Basis dessen dann auch Neptune 7 erscheinen. Da könnt ihr euch also drauf freuen, was das angeht. Ob es noch weitere Wartungsreleases geben wird, weiß ich noch nicht. Es kann durchaus sein, dass wir im Winter eventuell noch ein Wartungsrelease rausgeben, wenn da jetzt kein großes Problem noch auftaucht oder wir nicht irgendwie eine super geniale Änderung noch finden, weshalb wir ein Wartungsrelease raushauen wollen. Auf jeden Fall, die 6.5er Version ist jetzt fertig und wir planen erst einmal mit der nächsten großen Version als 7er Version. Sei denn, es kommen wirklich jetzt größere Updates noch rein, die dazu uns zwingen würden, eine 6.6er oder 6.7er oder 6.8er Version rauszugeben. So, das zu Neptune. Schaut euch einfach mal an, könnt das Ganze runterladen. Das Image ist etwa 2,4 GB groß und da könnt ihr euch das Ganze runterladen. Systemvoraussetzungen stehen ja hier auch, ist also nicht
ein großes Problem. Jetzt kommen wir noch zum Selfish der Woche, das allerletzte Thema für diese Woche. Dort ist Whisperfish wiederbelebt worden. Es gibt eine erste Alpha-Version und das ist ziemlich interessant, weil Whisperfish war ja oder ist ja der Client für Signal unter Selfish OS. Ich habe den immer noch im Einsatz, weil ich eben mein Konto übernommen habe, weil die Anmeldung mittlerweile nicht mehr funktioniert. Also die alte Version, die ich habe, die wurde nicht mehr weiterentwickelt. Dort, die funktioniert wunderbar zum Chatten, immer noch kann man wunderbar mit chatten, aber die Anmeldung funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn man das Ganze neu aufsetzt, sich anmelden, das funktioniert leider nicht mehr. Aber weil ich hier schon angemeldet bin, muss ich einfach nur noch das Programm starten und nur eingeloggt werden. Und das funktioniert dann durchaus noch. Und ich kann dann weiterhin eben Texte und so weiter dann auch schreiben und auch empfangen. Die neue Version ist jetzt so eine Art Portierung. Das heißt, man hat die Oberfläche gleich gelassen, musste aber dann den Unterbau ändern und hat jetzt angefangen mit der Portierung. Man hat den Code, die Codebasis auf Rust gehoben. Rust ist, glaube ich, auch die Programmiersprache, wo jetzt auch andere Projekte, die Signal-basiert sind, arbeiten. Das Lib-Signal-Protokoll C wird dann verlinkt mit Rust und das ermöglicht halt eben dann ganz einfach ein Signal-Client zu schreiben und in dem Fall soll das eben auch schon mal funktionieren. Die erste Alpha-Version ist schon mal fertig, 0.6.0 Alpha 1 und die hat auch schon die meisten der GUI-Anbindungen an die neue Rust-Engine mit drin. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Heidenarbeit, da einfach mal komplett den Unterbau neu zu schreiben, in eine komplett andere Sprache reinzuschreiben und dann eben die GUI dann damit zu verbinden. Die größte Arbeit ist schon gemacht, das kann man schon mal sagen. In Version 2, Alpha 2, soll eben das Senden und Empfangen von Benachrichtigungen auch funktionieren, von Texten funktionieren und dann die finale Version soll dann tatsächlich mit all den Features und Funktionen ausliefern, die auch Whisperfish 0.5.0 hatte. Und das ist also auch noch geplant. Auf GitLab kann man sich das Ganze anschauen und den Status mal angucken. Dort kriegt man auch die neueren Versionen, falls ihr das wollt. Jetzt aktuell ist halt eben nur die Version in der Alpha 1 mit drin und da wird auch README dran gehangen, weil eben das Senden und Empfangen von Texten momentan noch nicht möglich ist. Deshalb ist das vor allen Dingen für die Leute interessant, die sehr experimentierfreudig sind. Eine tolle Geschichte, dass das weiterentwickelt wird, dass wir also einen nativen Signal-Client bekommen. Hoffentlich wird er auch ordentlich unterstützt mit der Entwicklung, dass viele Leute das Ganze mal ausprobieren und testen. Und dann wir in Zukunft einen vollständigen, guten Signal-Client wieder haben, der ordentlich funktioniert, der nativ unter Selfish OS vor allen Dingen funktioniert. So, das war's jetzt auch für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr seht ja mich, es ist wirklich dunkel geworden. Ich habe im Hellen angefangen, jetzt ist es dunkel geworden. Ich muss also eine ganze Menge, ich habe wahrscheinlich den Himmel zu Tode gelangweilt und so langweilig gelabert, dass das Ganze jetzt dunkel geworden ist. Nun ja. Das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Liken, subscriben, Fragen stellen, alles im Kommentarbereich machen. Auf YouTube könnt ihr das machen. Ansonsten natürlich Kommentare einfach ganz normal schreiben. Die Folge wird es auch als Audiofolge weiterhin geben. Keine Angst, auch wenn vielleicht jetzt in Sommerzeit etwas unregelmäßiger, weil ich auch andere Sachen zu tun habe. Aber diese Videofolge ist ein Experiment. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir schreiben. Vielleicht ist es zu lang, vielleicht ist es zu kurz. Vielleicht ist es zu spontan und nicht richtig vorbereitet, wie ansonsten die Folgen immer. Schreibt es mir im Kommentarbereich und bis zur nächsten Show.